Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Heute haben wir die Sendung vom lieben Victor am Start und was sich darin befindet, das erfahren wir jetzt. Ja, der liebe Victor hat mich über mein Gastvideo bei Randebrand gefunden und mich dann dementsprechend auch via Instagram kontaktiert. Er hat geschrieben, pass auf Julian, ich habe bei mir zu Hause eine Sammlung liegen, ich kann damit nichts mehr anfangen, wollte sie eigentlich meinen Neffen zu Weihnachten schenken, allerdings befinden sich in dieser Sammlung seiner Meinung nach einige gut erhaltene und wertvolle whatever Schätze, die diese wahrscheinlich nicht zu schätzen wissen, weil sie halt noch relativ jung sind. So. Dementsprechend hat er gesagt, schicke ich dir die Sammlung zu, wenn du möchtest. Du kannst dir das rausnehmen, was du brauchst. Und den Rest schickst du mir einfach wieder zurück, damit ich ein schönes Weihnachtsgeschenk für meine Neffen habe. Und das werden wir auch machen. Und wir werden noch ein paar hübsche Karten dazulegen. Und vielleicht ein paar Utensilien, die die Jungs brauchen können. Vielleicht eine Deckbox oder zwei Deckboxen. Das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt erstmal auf. So, offen ist es. Jetzt schauen wir mal rein. Wir wagen einen ersten Blick. Und ha, das nenne ich mal geil. Allein schon diese Tinboxen, Leute. Mega nice. Und die sind auch wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Schaut euch das mal an. Diese Tinboxen sind wirklich gut erhalten, Leute. Mega nice, wirklich mega nice. So, ich würde sagen, wir nehmen uns das Ganze jetzt einfach mal Tinbox für Tinbox vor und schauen, was uns darin erwartet. Ja, dann lass uns doch anfangen mit dieser schönen Tinbox. Das ist die Dark Magician Girl Tinbox. Sehr cool, die findet man nämlich relativ selten in diesem guten Zustand und die ist auch leer den ein oder anderen Euro wert. Und wir haben, ja, einige Dual Master Karten als Kartentrenner, die relativ ramponiert sind und entweder deswegen oder dementsprechend als Kartentrenner zweckentfremdet wurden. Ja, wir machen es immer so, wir legen die Highlights raus. Wir fangen auch hiermit an. Ich habe schon mal reingespitzelt. Also nur mal ganz kurz, um zu gucken, wo die Holos sind. Das sind nämlich die hier. Damit will ich nämlich anfangen, weil es gibt ja die ganz ungeduldigen Leute unter euch, die es ja gar nicht ertragen können, wenn man das am Ende macht. Und dann muss man ja die Cummins angucken und Cummins sind blöd. Und deswegen, ja, werde ich das jetzt am Anfang machen, damit ihr euren Frieden habt und dann abschalten könnt und der Rest kann sich mit mir einen angenehmen Abend machen. Okay, wir machen es so, wir legen nur die Highlights raus, denn wir haben relativ viele Holos. Es sind laut seinen Aussagen ungefähr 91 Stück. Und ja, was genau da jetzt drin ist, weiß ich nicht. Ich kenne nur die erste Karte, die habe ich halt gesehen. Und das ist der infernale Flammenherrscher, was mega cool ist, denn die Karte ist zwar nicht besonders selten, aber, großes Aber, in dem Zustand ist sie das eben schon. Denn in Nirmint, was diese Karte definitiv ist, ist diese Karte beinahe nicht mehr zu finden in irgendwelchen Sammlungen. Dasselbe gilt auch für den Ausrottungshexmeister, den Ozeanherrscher Neodaedalus und diese ganzen alten Structure der Karten. Auch Guilford die Legende, vor allen Dingen Guilford die Legende und auch dieser Simorgh-Vogel der Göttlichkeit und so weiter. Das sind also Karten, die findet man einfach nicht mehr in einem guten Zustand in den meisten Sammlungen. Und hier haben wir jetzt den infernalen Flammenherrscher im perfekten Zustand. Mega nice. Dann haben wir, oh, auch cool, Venominon, Herr der giftigen Schlangen. Mega nice aus Tactical Evolution, der zweite Auflage. Sieht auch niemand aus. Sehr schön, überhaupt nicht bespielt. Und das nach all der Zeit. Also er hat ja vor 11 Jahren oder so gesammelt. Das ist eine Ewigkeit her. Und seitdem befinden sich diese Karten offensichtlich in dieser Tinbox. Sehr cool. Dann, oh ja, wie eben angesprochen, der Ozeanherrscher Neodaedalus. Mega, mega, mega cool. Der hat hier einen kleinen Ditch und da einen kleinen Ditch, aber man muss sagen, dafür, dass es so eine alte Structure-Deck-Karte ist und wenn man mal betrachtet, wie diese Karten normalerweise in Sammlungen aussehen, ja, da ist das ja großartig. Da ist das ja hier perfekter Zustand eigentlich. Also, Respekt. Mega nice. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass die Karten in so einem guten Zustand sind. Dann haben wir die Stygische Sicherheitseinheit. Das ist eine 5Ds-Karte, eine 5Ds-Promo aus WC10. Dann haben wir Set 1 oder Zone, Zone, wie auch immer, aus WC11. Aha, da sind wohl relativ viele Promos drin. Dann haben wir hier wieder Stygische Unteroffiziere.
Eine Promo aus WC10 wieder. Dann Owe, Machine King. Ja, der darf natürlich in keiner Sammlung fehlen. Wir erinnern uns, das war immer die Promo in den Build Editions, eben hier aus EM1. Diese Karte gibt es wie Sand am Meer. Ist nicht selten, ist nichts wert, aber ist ein alter Klassiker und ja, in jeder Oldschool-Sammlung eigentlich vertreten. Immer so ein bisschen nice to have. Ja, dann haben wir hier den maskierten Chopper, auch mega cool, aus GX03, ebenfalls eine Promo. Dann den Gehirnbrecher, so eine Karte, die finde ich halt optisch mega cool, so das ganze Farbspiel und auch der Zeichenstil, muss ich sagen, der weicht schon sehr stark von dem ab, was man bis dato eigentlich so gekannt hat. Das ist so eine Karte, die bleibt wirklich im Kopf, also die hebt sich auch sehr von anderen Karten der damaligen Zeit ab. Haben wir den Gehirnbrecher, auch nice to have. Dann, oh ja, ein absoluter Klassiker, Fred der tapfere Wanderer. Finde ich cool, der hat so einen sandfarbenen Mantel, blonde Haare und dann dieser gelbe Hintergrund und das mit dieser silbernen Rüstung, das ist einfach absolut perfekt austariert, was das Farbspiel angeht, was den Hintergrund angeht. Also ich muss sagen, mega, mega nice. So, früher war ich ja der Meinung, dass das Monster tatsächlich auch wieder dem Hintergrund ein bisschen zu ähnlich ist, wegen dem sandfarbenen Mantel. Der Meinung bin ich mittlerweile allerdings nicht mehr, da es eben die extrem silbernen Rüstungselemente, einfach absolut rausreißen. Mega, mega cool. Dann, oh, da haben wir jetzt ein Highlight. Damals ein Highlight, hier haben wir den Friedensboten aus Spellruler als Erstauflage. Auch diese Karte wirkt auf mich, jetzt zumindest, so wie ich die Aufnahme mache, ich gucke mir das natürlich danach nochmal an, wirkt das auf mich äußerst gut vom Zustand her. Und die legen wir natürlich raus, da diskutiere ich auch gar nicht drüber, denn das ist ein absoluter Klassiker in einem guten Zustand und First, Leute, First, mega cool. Dann machen wir weiter mit dem Samurai-Schwert Baron, was auch eine Promo war. Blumenzauberin fand ich auch mega nice. Ich glaube, das war auch schon zu Zeiten von 5Ds. 5Ds war ja sehr pflanzenlastig mit hier Rosendrache und dem ganzen Darum und Markise entstandenen Pflanzenthemendeck. Und da gab es dann auch viele Blumenzwiebel. Und das war wirklich eine Zeit, wo relativ viel in der Richtung rauskam. Sehr, sehr cool. Wobei das jetzt eigentlich ein Hexer ist, sehe ich hier gerade. Warum auch immer. Ja gut, Zauberin, Blumenzauberin. Ach, vergesst es, Leute. Wir machen weiter mit... Oh, nice! Insektenprinzessin aus Dark Revelation 2, dem Reprint-Set. Ja, Dark Beginning, Dark Revelation, das war in etwa das, was bei uns heute die Megapacks sind. Oder beziehungsweise eine Mischung aus den Megapacks und den Legendary Collections von damals, wenn man so möchte. Sehr, sehr cool. Freut mich aus dem Reprint-Set und kam ja ursprünglich auch in Invasion of Chaos raus, ebenfalls als Ultra Rare. Das ist für mich ein Highlight, das wir auf jeden Fall rauslegen. Dann haben wir den Gesandten der Nachwelt aus Dark Revelation 2, ursprünglich rausgekommen in Ancient Sanctuary. Und Ancient Sanctuary ist sowieso ein cooles Set, denn ja, da ist es wesentlich leichter, Karten in erster Auflage zu erhaschen, als Karten, die tatsächlich unlimitiert sind. Dann machen wir weiter mit Heldenring, mega nice, aus GX01 mit Elementarheld Flammenflügelmann drauf. Ja, in Ultimate Rare Elementarheld Flammenflügelmann aus The Lost Millennium, First Edition Deutsch. Der ist schon, also der ist schon böse teuer, ja, wie einige der Elementarhelden, Aerneas zum Beispiel auch. Aber darum geht's nicht hier. Heldenring, sehr schön mit Elementarheld Flammenflügelmann drauf abgebildet, mega nice. Dann haben wir den Explodierdrachen aus WC7, auch eine coole Karte. Und ouch, Kuribo, First aus Metal Raiders, allerdings richtig durchgedünnt. Also der hat schon seine besten Zeiten hinter sich. Alter Schwede, ist der durchgekaut. Aber da hat er natürlich schon gesagt, dass es hier einen Kuribo gibt, der relativ durchgedünnt ist, weil das damals seine Lieblingskarte war und der dementsprechend viel damit gespielt hat. Und ja, was soll ich sagen, so sehen Karten aus, wenn man sie lange Zeit ohne Hülle spielt. Schade drum. Dann haben wir Kuratz der Lichtmonarch, den gibt es auch in Ultimate Rare aus dem Astralpack. Und ich muss sagen, Kuratz der Lichtmonarch ist einer der schönsten bzw. einer der einprägsamsten Monarchen überhaupt. Ich mag die Karte einfach, sie sieht durch ihren extremen Goldton sozusagen wirklich edel aus. Also wirklich edel, ich mag ihn ganz, ganz gerne. Super tolle Karte. Dann haben wir den Wirbelkavallerist aus Gladiators Assault. Das war die Promo aus der Special Edition oder eine der Promos aus der Special Edition. Und da muss ich sagen, die Karte hätte auch zu den Verbündeten der Gerechtigkeit oder zu den Genex-Karten aus 5Ds gehören können. Ich finde, das ist irgendwie ein Fail einfach von damals gewesen, was die Optik anging. Ja, auch der Hintergrund ein bisschen, ja, weiß nicht, seltsam. Ist einfach ein Fail von damals und man muss sagen, damals gab es kaum Fails. Also damals waren fast alle Karten geil und das ist halt eine der wenigen Ausnahmen. Ist aber trotzdem eine Karte, die man immer mal wieder gut gebrauchen kann in Sammlungen.
Ich glaube, spielbar ist die Karte aktuell nicht. So, dann haben wir die Drachenrufflöte. Ja, die ist auch in einem etwas weniger guten Zustand. Dann den Seepferdkaiser aus dem Starterdeck Kaiba Evolution. Auch eine Karte, die eingefleischte Sammler teilweise gar nicht mehr sehen können, weil sie halt wirklich so dermaßen Massenware ist, dass man sie wie die ganzen Sphinxen in jeder Sammlung sieht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die hier noch drin sehen werden. Und das nicht, weil ich irgendwie gespitzelt hätte oder so, sondern weil es einfach in jeder Sammlung drin ist. Sie ist in jeder Sammlung ist die drin. Also, wenn sie nicht drin ist, dann gibt es eine Verlosung am Ende des Jahres, okay? Gut, also, dann der Seepferdkaiser. Dann haben wir, oh, Pinguinsoldat, Klassiker, gibt es in Super Rare auch aus dem Retro-Pack, hier aus dem Starter-Deck. Joey kennt natürlich jeder, war damals auch eine sehr beliebte Karte und das war tatsächlich eine niedliche Karte, die man auch noch als Monster quasi werten konnte, nicht so wie die Kuscheltiere, heute Kuscheltiere, Löwe, oh, ich scheiß mir ins Hemd, wenn ich der Karte auf der Straße begegnen würde, beziehungsweise dem Monster, ja, also das ist tatsächlich noch was, wo dieses Süße mit dem Monstermäßigen noch ein bisschen, ich sag mal, kombinieren konnte, mega nice, das kann Konami heute irgendwie nicht mehr. Dann haben wir den Megafelsdrachen aus The Lost Millennium, wahrscheinlich aus der Special Edition, denn die Karte ist ja unlimitiert. Ich wüsste nicht, wo sie sonst als einzelnes Booster-Pack mit dabei gewesen sein sollte. Ich glaube, irgendeine Legendary Collection wird es nicht gewesen sein. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Special Edition von The Lost Millennium war. Gibt es auch ein Ultimate Rare aus dem Set und sieht halt Bombe aus. Also wirklich klasse. Kann man gar nichts gegen sagen. Ja, dann haben wir nochmal den Seepferdkaiser. Einen unglaublich durchgekauten Kazujin, bis auf die Knochen wieder durchgekaut. Wahrscheinlich auch lange Zeit ohne Hülle gespielt. First aus Metal Raiders. Okay. Dann, oh, schaut mal, dann haben wir ja nochmal einen Ozeanherrscher, Neo Daedalus. Diesmal sogar in noch einem besseren Zustand als der erste, den wir gesehen haben. Der ist eigentlich nicht nur halbwegs gut gesentert. Okay, er ist ein bisschen nach unten versetzt, aber wirklich ganz, ganz leicht. Nein, der ist auch noch wirklich Near Mint. Also das ist wirklich selten. Das ist wirklich selten. Also den einen, den wir schon gesehen haben, der hier und da oben ein bisschen was hat, ist schon selten. Aber das ist wirklich selten so zu finden. Zumindest so in einer Random-Sammlung. Also normalerweise immer durchgedünnert, bis auf die Knochen. Also deswegen legen wir den raus. Allein wegen dem Zustand. Ja, dann haben wir sehr schön eine Feinkontrolle aus Dark Revelation 2. Mega nice aus dem Reprint-Set. Wurde damals wohl von der Rarity her downgegradet und mir gefällt halt auch wirklich der Hintergrund. Also der Hintergrund sieht halt mega nice aus. Und jeder Zocker wird sich dadurch natürlich auch angesprochen fühlen, denn es ist ja eine, naja, Konsole nicht, aber ein Controller. Ja, dann haben wir Mystische Elfe aus LOB, auch durchgedönert bis auf die Knochen. Den Herr der Drachen, ja, wir haben ja damals nicht nur auf dem Schulhof getradet, nein, wir haben ja auch im Schwimmbad getradet und ich wollte unbedingt immer den Herrn der Drachen haben. Ich fand den Herrn der Drachen cool und jeder hatte ihn, außer ich. Und ich hatte nur Kamenzug, keiner wollte tauschen. Verstehe ich gar nicht. Naja, was soll's. Heute Massenware hat so ziemlich jeder. Der ist auch leider nicht mehr in so einem guten Zustand. Schade um die Karte, aber das Artwork ist einfach absolut ikonisch. Ja, dann haben wir, oh, Austausch. Ey, was ist denn mit der Karte passiert? Schaut euch das mal an. Alter Vater. Was zur Hölle. Naja, auf jeden Fall Austausch in Prismatic Secret Rare aus, oh Gott, TSC, glaube ich. Man kann es hier, glaube ich, gar nicht mehr richtig lesen, oder? Ja, nee, kann man gar nicht mehr richtig. Also, boah, keine Ahnung, was mit der Karte passiert ist. Die muss irgendwie zwischen Tür und Angel mal eingeklemmt worden sein oder so. Krass. Dann haben wir die Todesblume. Wirklich eine sehr, sehr schöne Pflanzenkarte. Finde ich mega nice. Schlicht und doch elegant. Richtig, richtig nice. Dann haben wir Chaosreiter Gustav aus Dark Revelation. Den gab es ja, glaube ich, aus... Oh Gott, war der aus Invasion of Chaos ursprünglich? Eine Super Rare? Ich glaube, das war eine von denen, die man schon gar nicht mehr sehen konnte. Weil man sie einfach zu oft gezogen hat. Und das ist so eine Karte, die ist wirklich extrem, ich würde mal sagen, detailreich gezeichnet für damalige Zeiten. Denn das ist eine Duel Monsters Karte. Und Duel Monsters sind ja normalerweise immer relativ simpel bis mittelmäßig gezeichnet. Und der ist halt wirklich, also hier diese ganzen Maschinenelemente und auch die Rüstungen, also es ist sehr, sehr kompliziert gezeichnet. Ich muss sagen, das Design ist wirklich aufwendig, aber man kann sie halt aufgrund der Quantität, in der man sie damals gezogen hat, konnte man sie nicht mehr sehen. Heute ist das natürlich wieder anders. Dann, oh, nice, Raketenkrieger aus der Tinbox. Ha, die Tinbox, die haben wir ja auch neben dran stehen. Mega nice. Sehr, sehr cool aus der Collection Tin 2. Dürfte vielleicht auch 1 oder 2 Euro gehen. Dann haben wir den
Totenkopfwürfel. Auch eine Karte, die man kaum in diesem Zustand sieht. Diese Karte ist auch, ich würde mal sagen, ja, mit Nirmen besechselt. Die hat da oben was ganz Kleines, aber ansonsten sieht die eigentlich ganz gut aus. Und auch der Totenkopfwürfel, genau wie der anmutige Würfel heißt der, glaube ich, die sieht man in Sammlungen normalerweise nur komplett zerfetzt. Nicht, dass die Karten jetzt irgendwas wert wären, ich glaube, die geben bloß ein paar Cent, aber in dem Zustand, ich bin erstaunt. Ich bin wirklich, wirklich erstaunt. Und da haben wir Exarion Universum, einer der etwas teureren Collection Tin 2 Promokarten. Ich glaube, Exarion Universum, der dürfte so 2, 3, vielleicht auch 4 Euro gehen. Mega nice. Das ist jetzt zum Beispiel wieder ein Highlight und der Zustand ist eigentlich auch ganz gut. Und dementsprechend, ja, da lassen wir uns nicht lumpen, legen wir uns den natürlich raus. So, und dann schauen wir auch direkt weiter. Jetzt haben wir hier einiges, was in Hüllen ist. Und ja, was lächelt uns denn da an? Das dunkle Magiermädchen. Mega nice. Guckt euch das mal an. Das ist sogar noch in einem guten Zustand. Also das letzte Mal, dass ich nachgesehen habe, und das ist schon weit über ein halbes Jahr her, ging dieses Magiermädchen noch ungefähr 5 bis 6 Euro. Ich weiß nicht, wie viel es momentan geht, aber das ist definitiv ein Highlight. Wenn das kein Highlight ist, dann gibt es in dieser Sammlung keine Highlights. Und da geht es ja locker flockig weiter. Mega, was, alter Schwede. Ultimatives Insekt Level 7 in Ultimate Rare, unlimitiert aus The Lost Millennium. Vermutlich auch aus der Special Edition. Auch das ist ein absolutes Highlight, das wir uns natürlich rauslegen. Jetzt wird es wahrscheinlich relativ highlightlastig, denn ja, hier geht es ja direkt weiter mit dem ultimativen Insekt Level 5. Ja, auch in Ultimate Rare, auch unlimitiert aus, oh Gott, Flaming Eternity, glaube ich. Auch mega nice. Und wie die Karte halten ist, die ist wirklich in einem super Zustand. Das ist halt wirklich was, das halt wirklich sammlungsrelevant ist, sowas. Also, wow. Wow, einfach danke. Danke, danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist wirklich, das ist mega nice. Dann haben wir hier noch einen Blue Eyes White Dragon aus dem Starter Deck Kyber Evolution, glaube ich. Ja. Den legen wir jetzt nicht raus, weil den gibt es auch wie Sand am Meer, das ist nicht so special. Dann haben wir hier den Red Eyes aus dem Starter Deck Joey. First Deutsch, erste Auflage, sogar noch mit dem falschen Namen, mit dem blauen Drachen statt dem schwarzen Drachen. Legen wir auch beiseite. Oh, da haben wir wieder was Cooles. Ja, was haben wir denn da? Der mystische Schwertkämpfer Level 6. Schauen wir mal, wie der vom Zustand, habe ich hier unten was gesehen? Nee, der ist auch niemand. Der ist auch niemand, Leute. Mega nice. Und auch halbwegs gut gesentert. Geiler Shit. Der ist doch nicht First, aber er ist niemand. Der ist ultra rare, er kommt aus RDS. Mega cool. Boah, jetzt weiß ich schon langsam gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Karten. Dann haben wir den Dark Magician aus dem Starter Deck Yugi Evolution. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen angedönert. Ja. Dann Jinzo, den habe ich auf einem Bild gesehen. Das ist die einzige Karte, die mich so ein bisschen mit den Zähnen knirschen lässt, weil die ist halt wirklich schon angedönert. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die vielleicht für meine private Sammlung behalte. Aber ich finde die eigentlich schon ganz schön in Ultra Rare und so überkaputt ist sie jetzt auch nicht. Ah, da muss ich noch überlegen. Aber die legen wir mal nicht raus, weil die ist einfach zu zerstört. Dann haben wir Berserker-Drache. Oh, da hinten sehe ich wieder eine Ulti, wollen wir nicht spoilern. Berserker-Drache aus Dark Crisis. Mega nice. Schaut euch das mal an. Auch diese Karte in einem Top-Zustand. Na, die legen wir uns natürlich auch raus. Berserker-Drache ist natürlich ein absoluter Klassiker unter allen Drachenfans. Und was haben wir als Ultimate? Böser Held Lightning Golem. Alter, die Karte ist 12 Euro wert, auch als unlimitierte Variante. Ist ja mal mega nice, schaut euch das mal an, Leute. Böser Held Lightning Golem. Alter. Und die ist auch vom Zustand her, also hier oben hat sie ganz, ganz minimal was. Aber ansonsten ist die Karte wirklich optimal vom Zustand her. Das ist natürlich also eine Rarität. Also egal, ob jetzt unlimitiert oder First, diese Karte ist rare, muss man einfach sagen. Dann haben wir, ja, das ist jetzt zwar eine Ultimate Rare, aber jetzt nicht so der Knaller, sag ich mal. Das ist jetzt eher so eine Random Ulti, mit dem man damals vollgeballert wurde. Das ist der Gehirnentführer. Ja, das war bestimmt auch irgendeine Rare aus Flaming Eternity.
Sieht aber ganz cool aus, wieder so ein makaberes Design, das mag ich. Die legen wir jetzt aber nicht raus. Dann haben wir die Feindkontrolle. Ja, Feindkontrolle in First sogar aus Ancient Sanctuary. Ja, da bewahrheitet es mal wieder das, was ich sage. Die meisten Karten aus Ancient Sanctuary sind halt immer wieder First. Aber es ist schön, dass es die Feindkontrolle in Ultra Rares hatten wir jetzt vorher schon. Als Super Rares Dark Revelation, aber natürlich aus dem Originalset und in First. Das ist ein Highlight. Das legen wir uns raus. Dann haben wir aus Cybernetic Revelation, ich glaube, das Set hieß so, haben wir den Ufo-Roid-Kämpfer. Mega nice, als erste Auflage in deutscher Sprache. Und diese Karte ist, ja, auch ganz gut vom Zustand her eigentlich. Ja, die legen wir uns auch mal raus. Ufo-Roid-Kämpfer mit Tempest drauf, mega nice. Auch für jeden Elementarhelden-Fan ein absolutes Muss, auch wenn er jetzt so direkt kein Elemental ist. Dann haben wir die Harpienschwestern, ziemlich durchgedönert. Garnisia Elefantis, auch ziemlich durchgedönert. Dann die Sündenböcke aus dem Starter Deck Joey, die waren mal eine Weile auch spielerisch relativ relevant, ich glaube im Gold-Format. Dann haben wir den schwarz glänzenden Soldaten aus dem Starter Deck Yugi Evolution, wenn mich nicht alles täuscht. Ein absoluter Klassiker, mega nice. Ich hätte ja gern den originalen Vanilla Print. Ach ja, aber ich habe mal gehört, dass der für 2 Millionen Euro den Besitzer gewechselt haben soll. So viel habe ich dann doch nicht. Dann haben wir, was ist das denn? Erwartet uns dann Promopack? Okay, dann haben wir den doppelköpfigen Donnerdrachen, auch ziemlich angedönert. Der Schöpfer, da will ich mal kurz nach dem Zustand gucken. Ja, der Schöpfer in einem relativ guten Zustand aus Elemental Energy, der Special Edition, glaube ich. Ein Secret Rare, das ist ein Highlight, den können wir rauslegen, der ist cool. Dann haben wir Maskierte Bestie des Guardius, also Super Rare. Dann, oh ja, Parasiten, auch cool. Dann haben wir Tieftaucher, oh, mit seinem kompletten Promo-Pack. Das ist natürlich mega nice. Ob ich das jetzt sealed lasse oder nicht, werde ich dann in zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Lege ich jetzt aber auch mal beiseite. Dann, oh ja, das ist natürlich ein Highlight. Also wenn die natürlich niemand ist, versteht sich. Hier haben wir jetzt Karte der sicheren Wiederkehr, auch in einem relativ guten Zustand. Aus Labyrinth of Nightmares, auch unlimitiert an der Stelle, aber mega nice. Also hier ein absoluter Klassiker und hier auch in einem hervorragenden Zustand. Und dementsprechend legen wir uns die natürlich auch beiseite. Ja, dann machen wir weiter mit dem Schattenzauber. Das ist so eine Feinkarte, die können die meisten Sammler heute auch gar nicht mehr sehen, weil damit der Markt halt auch richtig geflutet ist. Aus dem Starter-Deck Kaiba Evolution. Ich glaube, aus dem Deck jede Karte hat jeder 10.000 Mal. Die findet man auch in jeder Sammlung, aber es ist eine sehr, sehr schöne Karte, muss ich sagen. Dann haben wir, oh, Dede Kriegerin. Die ist, glaube ich, ein bisschen angeditscht hier unten, aber sonst auch ganz gut aus Dark Revelation 1. Eine sehr, sehr schöne Karte. Warum nicht? Nehmen wir auch mit. Dann haben wir die Jägereule. Ja, Jägereule aus GX3. Es mir fällt gerade auf, es ist sehr, sehr schwer, das hier alles zu halten, weil wegen den großen Hüllen. Machen wir das mal so. Jägereule auf jeden Fall auch mega nice. Dann haben wir den Zauberschläger, auch eine sehr coole Promo aus WC7. Finde ich mega nice vom Design her. Dann haben wir Gold Wu-Fürst der finsteren Welt aus Elemental Energy. Auch cool, gab es glaube ich auch ein Ultimate Rare in dem Set. Sehr, sehr schöne Karte, damals mein Traum. Ich hatte den ja, als ich damals Dark World gezockt habe, nie bekommen, leider Gottes. Und den mochte ich eigentlich am allerliebsten. Was habe ich gesagt? Ich habe die Wette gewonnen. Chilea, die Sphinx. Ja, und ja, dahinter haben wir natürlich auch die Andro-Sphinx und dahinter wahrscheinlich, wie sollte es auch anders sein? Ja, natürlich Tainan, die große Sphinx. War ja klar, die gibt's in jeder Sammlung, Leute. Einfach in jeder Sammlung. Wenn die Sammlung nur aus 5 Karten besteht, 3 davon sind diese Sphinxen. Dann haben wir nochmal Gold, Wu-Fürst der finsteren Welt und oh, ein Goblin-Angriffstrupp, der ganz schön durchgedönert ist. Aus Pharaoh's Servant. Ja, der ist hinüber, wie man nur hinüber sein kann. Gut, dann haben wir magisches Exemplar aus LODT. Schöne GX-Karte auf jeden Fall. Sehr cool. Ein Ende von Anubis. Mega nice. Aus The Lost Millennium. Ha, der wird sich super in meiner Sammlung integrieren. Ich habe ja schon ziemlich viele von denen, aber von, jetzt mal ganz ehrlich, von denen kann man nie genug haben. Die sind so schön. Die sind sowas von sackgeil. Ah, super. Das ist für mich natürlich ein Highlight. Das legen wir raus. Ja, und dann haben wir noch Mazera Devil oder Devil Mazera auf Deutsch. Auch aus The Lost Millennium. Sehr, sehr cool. Ist für mich auch ein Highlight. Ich finde ja generell die Promokarten aus The Lost Millennium Special Edition
mega, mega nice. So, ich glaube mal, das müsste es jetzt mit den Holos gewesen sein. Oh, doch noch nicht. Da geht's wohl noch weiter. Okay, dann haben wir den Elfen-Meteoreinschlag in Super Rare. Goldener Homunculus. Ja, der ist sogar relativ gut vom Zustand her. Einer meiner Lieblingspromos aus der Zeit. Dann haben wir Helios Duo Megistus. Da gab es ja 3 Stück insgesamt von denen. Dann haben wir Gladiator-Ungeheuer Alexander. Auch in Arc 5, glaube ich, sogar mal vorgekommen. Da gab es ein hervorragendes Duell in Arc 5. Ich mag die Serie nicht wirklich, aber da gab es ein Duell gegen einen, den nannten sie, glaube ich, nur die Bestie oder so. Der hat ständig mit Gladiator Beasts gezockt. Und das Duell fand ich einfach mega nice. Fand ich mega, mega cool. Und jo, da haben wir ja einen Ausrottungshexmeister. Und wer hätte es gedacht, in einem halbwegs guten Zustand? Ja, guck mal, hier unten ein bisschen angeditscht, hier oben ein bisschen angeditscht. Aber sonst mega nice. Ja, ich bin fast versucht, den als Highlight rauszulegen, weil man den in so einem Zustand eigentlich kaum noch auffindet. Dann haben wir den keltischen Wächter aus LOB, unlimitiert und durchgedönert. Gerfried Eisenritter, auch relativ durchgedönert. Dann haben wir Helios, die ursprüngliche Sonne. Einer von den anderen Helios-Karten, sehr schön. Einen Elemental Necroshade aus GX1, auch eine relativ coole Promo gewesen. Und ja, jetzt sind wir aber durch mit den Holos. Jetzt kommen wir hier zu den Rares. Und halt nein. Nein, Leute. Ich habe ja hier noch die in den Höllen. Ja, der war komplett vergessen. Guildford, die Legende. Auch in einem relativ guten Zustand, allerdings ziemlich off-center. Die wollen wir natürlich euch nicht vorenthalten, ne? Dann haben wir noch Schwarzglanzritual und dann haben wir sogar noch eine Ultimate Rare. Ja, schaut euch das mal an, Leute. Zauber, oh Gott, Zauberserie aus RDS. Sieht auch gut vom Zustand her aus. Mega nice. Und Worsplünderer. Ja, mega nice. Also die will ich mir doch glatt vom Zustand her angucken, weil Worsplünderer in Nirmint, der gibt auch seine 1 oder 2 Euro. Mega nice. Worsplünderer, Nirmint, legen wir auf jeden Fall raus, nehme ich gerne mit. Den verleibe ich meiner Sammlung natürlich ein. Mega schön. Dann haben wir den Deckverwüstungsvirus aus Flaming Eternity. Sehr schön. Und natürlich noch den anmutigen Würfel, der darf natürlich nicht fehlen. Ne? Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Verbanner des Lichts als erste Auflage aus Spellruler. Allerdings jetzt eher weniger gut vom Zustand her. Gut, jetzt sind wir aber durch mit den Holos. Jetzt gucken wir uns einfach mal hier Box für Box flink durch, was wir denn hier noch alles so am Schlüssel haben. Gut, hier Kräfteraum ist eine sehr, sehr gute Kammen. Die lege ich mal gesondert. Dann schauen wir weiter, was wir hier so haben. Ich werde das nicht großartig kommentieren, es sei denn, wir finden halt irgendwas Besonderes. Wir haben jetzt offensichtlich lauter Rares am Start. Eieiei, alles aus der alten Zeit. Bei den Rares muss ich und bei den Kammens muss ich natürlich gesondert gucken, wie ich es dann machen will. König des Sumpfes war auch viel wert vor seinem Reprint. Ja, wie ich es dann machen will mit den... ja, welche ich denn behalte und welche nicht, weil da sortiere ich halt wirklich aus, welche jetzt hier in einem guten Zustand sind und welche nicht und welche ich halt wirklich brauchen kann, welche eher weniger. Und okay, da haben wir nochmal einen geflügelten Kuribo in Super Rare, in einem relativ, ja, der ist halt chipslettenmäßig unterwegs, aber ansonsten der Zustand ist ganz gut. Oh, nice, zwischendurch einfach nochmal eine Holo, auch gut. Dann haben wir den Flammenschwertkämpfer. Und dann schauen wir, was uns sonst erwartet. Oh, Paladin des Weißen Drachen, ich liebe diese Karte. Wenn ihr mich fragt, die schönste Karte aus SKE, trotz den ganzen Holos, ich mag die am meisten. Sehr cool. Gibt's ja auch aus Magician's Force in Ultra Rare oder aus Dark Revelation oder Dark Beginning, glaube ich, auch als Super Rare. Ja, aus welchem Set kommt die jetzt? Aus TLM, genau. Ja, das sind jetzt halt so diese ganzen Random Holos. Random Holos, sage ich schon, die ganzen Random Commons, die es da damals so gab. Muss man mal gucken. Ja, hier die Exodia-Teile sind zum Beispiel noch gut. Die kann man auch mal rauslegen. Sehr, sehr nice. Upstart Goblin, immer gut. Lege ich auch noch mit raus. Okay, also ich muss sagen, auch hier Chaos Hexer eine relativ gute Kammer eigentlich. Lege ich jetzt aber nicht raus. Also hier gibt es anscheinend auch relativ gute Kammens. Da bin ich doch glatt mal auf die nächsten Tinboxen gespannt. Gespart, wollte ich schon fast sagen. Was uns da auch alles erwartet. Man weiß ja nie, ne? Man kann es ja nicht vorhersehen. Und ich meine, wir haben jetzt hier 2 Griffe in die Kammen-Tinbox gemacht und haben lauter gute Kammens rausgeholt. 4 Stück schon. Mega cool. So, dann schauen wir hier noch. Riesenkeim war auch mal ein bisschen was wert früher. Oh, Bolter the Terrible. Im zensierten Artwork. Upsa. So. Ja. Ach, das sind alles schöne alte Klassiker. Da fühlt man sich glatt
zurückversetzt in eine sehr, sehr coole Zeit. Oh, Book of Moon aus Foreign Guardian. Das ist natürlich auch eine saucoole Karte. Systemabsturz, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die geht nichts mehr. Die war aber mal sehr viel wert. 2-3 Euro, wenn nicht gar 4. Ich glaube mittlerweile aber nicht mehr, deswegen lege ich es jetzt mal an der Stelle nicht raus. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche, aber das kann passieren. Gaia, zorniger Ritter aus Dark Beginning in Rare. Mega cool. Mega cool. Zauberer Oss, flinker Momonga. Opferlamm. Okay, mega nice. So, dann haben wir jetzt hier drin noch den letzten kleinen Stapel an Cummins und Rears und schau mal, was wir hier in dieser Tinbox noch alles rausbekommen. Die Donnerdrachen waren auch mal ein bisschen was wert. Mittlerweile natürlich nicht mehr. Sogar die Cummins Wiedergeburt ging mal über einen Euro vor einer Weile, als sie gerade wieder frisch von der Banlist unten war. Nämlich diese ganzen ultra tollen Fusionen, die ja so spielstark sind. Naja, Sanexe. Und das war's mit der ersten Tinbox. Ich würde sagen, ich räume das ganze Chaos hier mal auf und dann machen wir mit der zweiten Tinbox nahtlos weiter. So, jetzt kommen wir zu den Cummins, also dem Part, den die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht interessieren wird. Und an der Stelle ist es folgendermaßen. Eigentlich hatte ich geplant, die Cummins ganz normal mit euch durchzugehen. Allerdings habe ich jetzt mitbekommen, dass allein schon der Holo-Part über eine halbe Stunde lang ist. Und ich habe jetzt auch schon mal die Cummins aufgenommen gehabt. Und mit den Cummins normal durchgucken, kämen wir auf etwa eine Stunde, was vielleicht für die Cummins doch ein bisschen zu lange wäre. Dementsprechend werde ich das Ganze jetzt aufmachen. Ich werde das Ganze mal aufnehmen und werde dann den Part mit den Cummins in einer Art Zeitraffer abspielen lassen. Vermutlich in 2- bis 4-facher Geschwindigkeit. Das heißt, in der Zeit werdet ihr mich nicht reden hören. Aber ich blende euch ein wunderbares Liedchen ein. Und die Highlights, die ich rauslege, die wird man trotz der Geschwindigkeit vermutlich auch sehen können. Anschließend machen wir dann noch ohne Zeitraffer die Exarion-Tinbox auf. Da ist noch ein bisschen Zubehör drin, das ich euch zeigen möchte. Und dann kommen wir zu so einer Art Fazit. Und ich würde sagen, wir legen los.
So, dann haben wir noch die Exarion Universum Tinbox. Da hat er uns ein bisschen Zubehör, wenn man so möchte, reingelegt. Und da haben wir hier diese Tippkarten. Auch cool. Einige davon. Gibt es ja auch Leute, die die sammeln. Ich denke mal, die werden bei mir auch irgendwann ausgestellt werden. Kommen wahrscheinlich auch irgendwann in Hüllen und Magnethalter. Früher habe ich die mal verschenkt oder verscherbelt, aber ich denke, die werden auch Teil der Ausstellung werden. Ich meine, warum auch nicht? Und ansonsten haben wir hier noch ein paar Anleitungen drin. Ja, auch ganz cool, einfach mal durch diese alten Anleitungen zu blättern. In einer der Anleitungen stand auch mal drin, dass jedes Deck anders und einzigartig ist, dass ich nicht lache. Das war vielleicht früher mal eine Weile lang der Fall. Mittlerweile sehen die ganzen Meta-Decks allerdings gleich aus, oder? Ja, natürlich sehen die gleich aus. Wir haben im Meta immer dieselben 4-5 verschiedenen Decks, die dann eben gespielt werden. Und ja, moin, was ist denn das hier? Ultimate Master Edition. Oh weh. Spanisch, so wie es aussieht. Okay. Da haben wir auch noch irgendeinen Zettel. Da ist was Ähnliches. Okay, dann haben wir hier noch irgendein Krempel, den ich jetzt gerade nicht. Ach, ich glaube, das kommt auch aus einem Heft, oder? Nee. Ach, das ist so ein Flyer. Okay, auch gut. So, und dann haben wir hier wahrscheinlich eine Spielmatte. Ja, Spielmatte, nur falsch rum zusammengelegt. Spielmatten. Mhm. Und dann hier noch zwei Spiele. Anleitungen, okay. So, das war dann wohl noch die Box mit dem ganzen Zubehör, mit den Spielematten und dem ganzen Krempel. Und ich würde sagen, zu guter Letzt gehen wir nochmal in einem Fazit auf diese Sammlung ein. So, dann kommen wir zum Fazit. Zum einen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Viktor, dass du mir diese Sammlung zur Verfügung gestellt hast und es mir quasi erlaubst, bevor sie an deine Neffen geht, das herauszunehmen, was ich für meine Sammlung und mein Projekt benötige. Jetzt wollen wir mal ein kleines Fazit zu dieser Sammlung sozusagen erstellen. Die Sammlung ist tatsächlich mehr wert, als es vielleicht ursprünglich den Anschein hatte. Ich persönlich schätze den Gesamtwert so auf ungefähr 90 Euro, geschuldet der Masse zum einen und zum anderen auch einiger Karten, die ein bisschen was gehen. Jetzt gucken wir uns zunächst einmal die ganzen Highlights aus den Commons und Rares an. Habt ihr ja bloß einen Zeitraffer gesehen. Wir haben zum Beispiel Skill Drain, geht einen knappen Fünfer. Wir haben Emporkömmling Goblin, geht auch nochmal 4 Euro. Dann haben wir den Mandu der 10.000 Hände, der mit etwa 2,50 Euro zu Buche schlägt. Oder auch hier Rivalität der Kriegsherren, ebenfalls ein Zwickel. Hier wird es jetzt deutlich günstiger. Die finstere Kammer der Albträume, ca. 1 Euro. Und das sind jetzt so Karten, die gehen so zwischen 50 und 80 Cent. Ist auch nice to have, kann man mal mitnehmen, sind halt so die Highlights und ja, Senju geht jetzt eigentlich fast gar nichts, aber den habe ich einfach mal mitgenommen, mit rausgelegt, weil er einfach eine extrem coole Karte ist. Und ich persönlich finde, man sieht die Karte auch relativ selten in Kamen in einem guten Zustand. Die könnte mal ein Holoprint vertragen. Ich glaube, als Holo kam sie nur in diesen Speed-Duel-Displays mal raus. Und ja, könnte aber auch mal einen normalen Holoprint vertragen. So, und dann gab es halt auch noch einige Holos, die einen gewissen Wert hatten, wenn man so möchte. Da haben wir zum einen hier den bösen Held Lightning Golem in Ultimate Rare, wie im Video schon erwähnt, 12 Euro an Wert. Dann das ultimative Insekt Level 5 unlimitiert, ebenfalls 12 Euro wert, sind wir schon bei 24. Das Dark Magician Girl, auch mega den Preisanstieg erlebt, auf einen 10er in etwa aktuell. Ja, da sind wir dann auch schon wieder bei 34 Euro. Feind Controller, auch nochmal ein 5er, ist aber 39 Euro. Und ultimatives Insekt Level 7 ist auch nochmal 3 Euro wert, sind wir dann schon wieder bei 42 Euro. Und dann kommen natürlich noch einige andere Holos dazu, die entsprechend auch noch 2-3 Euro wert hatten. Exarion Universum zum Beispiel auch bei 2,50 etc. Und da läppert sich das Ganze halt zusammen. Und so haben wir hier einen Gesamtwert von ungefähr 90 Euro. Und ist dementsprechend ja gar nicht mal so wenig eigentlich dafür, dass es doch eine relativ kleine Collection an sich ist. So, das soll es allerdings gewesen sein mit diesem Spenden-Opening. Vielen Dank an der Stelle. Wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.